Ja, liebe Leute, mein Auftrag ist es hier, das ist nämlich der andere Teil meiner zurzeitigen Stelle, dass ich für 30 Jahre Allerweltshaus zuständig bin. Und ihr müsst jetzt keine Angst haben, ich erzähle euch nicht irgendwie 30 Jahre Anekdötchen und Geschichten aus dem Allerweltshaus. Ich weiß, ihr seid traurig. Es wäre auch abendfüllend und sehr amüsant. Stattdessen habe ich hier eine Rede für euch vorbereitet, ja. Denn ich möchte euch davon erzählen, wie das war vor 30 Jahren, ja. Geht mal so in euch, überlegt mal, Ende der 80er Jahre, der eiserne Vorhang, leicht löchrig, aber er hing noch. Viele sogenannte GastarbeiterInnen waren nach Deutschland geholt worden, hatten sich hier eingefunden, prägten das Stadtbild. Zunehmend steigende Flüchtlingszahlen aus der Türkei, dem Iran und bald schon aus dem Balkan. Auf der anderen Seite eine Handvoll Menschen, Menschen, die aus dem Bereich der Internationalismusarbeit kamen und mit Perspektiven aus dem globalen Süden geprägt waren, nun aber hier in Köln lebten und ihren Lebensmittelpunkt hatten. Sie stellten fest, ein Ort, eine Art Knotenpunkt für politische Gruppen, Solidaritätsarbeit, aber auch für Migrantinnen und nach gerade Deutschland Geflüchtete, fehlte in Köln. Ein Ort, wo Solidarität gemeinsam gelebt wird und Begegnung stattfindet. Was soll man nur immer über den Iran sprechen? Lasst uns mit IranerInnen über den Iran sprechen. Die Skepsis war jedoch groß. Wie können an einem solchen Ort so viele unterschiedliche Meinungen, politische Haltungen, Menschen mit unterschiedlichen Geschichten und Prägungen zusammen sein und arbeiten? Dieser Skepsis zum Trotz gründeten diese Menschen den Verein Allerweltshaus Köln e.V. Erarbeiten ein Konzept mit den vier Säulen Begegnung, Bildung, Beratung und Aktion, fanden in der Wahlenstraße in Ehrenfeld einen Raum. Mit viel Handarbeit wurde dieser eingerichtet und die Vision fand sich in der Realität wieder und füllte sich schnell mit Leben. Seit 30 Jahren beweisen wir, dass es geht mit der Vielfalt und bleiben unserem Alleinstellungsmerkmal treu. Wenn auch nicht immer konfliktfrei, aber lösungsorientiert. Zu Höchstzeiten sind wir über 25 NutzerInnengruppen im Haus, sowie 8 Projektbereiche mit über 30 Engagierten, die friedlich, konstruktiv, miteinander, nebeneinander im Allerweltshaus bilden, beraten, Aktionen gestalten und sich begegnen. Seit 30 Jahren und heute mehr denn je. Aber ja, Vielfalt, die täglich im Haus passiert, ist auch eine Herausforderung. Sie ist inhaltlich herausfordernd, aber auch in der Organisation eines räumlichen Forums von 400 Quadratmetern und oft täglich mehr als 100 Menschen, die unsere Räume und Angebote wahrnehmen. Diese Vielfalt organisiert sich viel selbst, aber trotzdem müssen wir achtsam sein, denn auch das Allerweltshaus hat einen Rahmen und Grenzen. Oft werden wir gefragt, warum wir nicht hier mitmachen oder warum wir so eine komische Veranstaltung dort machen. Aber oder unsere Meinung oder keine Stellung beziehen zu bestimmten Themen. Manchmal würden wir das sehr gerne, aber die Meinungen und Perspektiven sind teils sehr unterschiedlich und können nicht immer zu einer Meinung und zu einem Konsens gebracht werden. Und das wollen wir auch gar nicht. Die Aufgabe und das Ziel des Allerweltshauses ist, der Vielfalt einen Raum zu geben, ein Forum für Auseinandersetzung und inhaltliche Diskussion zu sein. Genau das ist, was das Allerweltshaus ausmacht, dass es offen ist in einem Rahmen mit einem gemeinsamen Nenner, dessen Grundlage die Menschenrechte sind, die wir heute, genau wie 30 Jahre, feiern. Warum jetzt erst recht? Der Spruch ist nicht neu, aber er passt. Zum einen, weil wir nur äußerst schwer ertragen können, wenn beispielsweise in den Medien um eine nationale Elf mehr getrauert wird als um Geflüchtete, die mit ihren Schicksalen heimatlos im Mittelmeer herumschippern und kein Land finden, welches sich ihrer und ihren Schicksalen annimmt. Dieses Ereignis, und davon könnte man auch sehr, sehr viele Beispiele, weitere Beispiele aufführen, der Rechtsruck, der teils durch unsere Gesellschaft und durch Europa zieht, bewegen uns und triggern uns unser innerstes Verständnis von Menschenrechten und Menschenrechtsverletzungen und ermutigen uns zu sagen, jetzt erst recht. Jetzt erst recht wollen wir mit unseren Kräften gegen Ohnmachtsgefühle unsere Wut kanalisieren und gemeinsam mit vielen anderen mit euch gegensteuern, Solidarität zeigen und leben. Zum anderen sagen wir jetzt erst recht, da es mehr denn je Räume in dieser Stadt braucht, in denen Beratung und Information stattfindet, Begegnung von neuen, alten oder sonst wie deutschen oder nicht deutschen,
der Kultur, der politischen Bildung und Debatte Raum und Inspiration gegeben wird. Planung für Aktionen wie zum Beispiel dieses wunderbare Festival hier heute. Genau darum ist die ungeklärte Raumsituation, die seit dem Verkauf des Allerweltshauses entstanden ist, so wichtig in die Hand zu nehmen. Seit 2015 müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir den Standort in der Körnerstraße sichern. Wenn uns die HausbesitzerInnen sicherlich wohlgesonnen sind, möchten sie gleichwohl sanieren und bauen, was für uns in der Konsequenz eine höhere Miete bedeuten würde, die wir uns langfristig nicht leisten können. In Plena haben wir uns besprochen und beraten, einen Beirat gegründet und einen Plan entwickelt. Doğan Akhanli konnte in einem gemeinsamen Gespräch mit der Oberbürgermeisterin eine Zusage zur Unterstützung unseres Planes bekommen. Wenn wir gemeinsam mit den EigentümerInnen und der Stadt Köln Fördermittel für die Sanierung des Bereiches des Allerweltshauses über ein Landesprogramm beantragen können, können wir damit eine Nutzung langfristig sichern. In diesen Verhandlungen stehen wir nun und es bleibt spannend. Es zeichnet sich ab, dass der Prozess uns noch einige Jahre begleiten wird. Dafür brauchen wir einen langen Atem, viel Engagement on top und euch. Werdet anlässlich 30 Jahre Fördermitglied und unterstützt uns mit einer kleinen, aber feinen Summe, die uns verlässlich Eigenmittel reinbringt, um die Herausforderungen, denen das Allerweltshaus sich jetzt gegenübersteht, zu wuppen. Vorne am Eingang gibt es diese wunderbaren Karten, liebe Leute. Das ist der Eintritt zur Fördermitgliedschaft ins Allerweltshaus. Das ist unsere 30-Jahre-Karte und unser neues Design für ein Jubiläums-Halbjahr, welches im September beginnt, beziehungsweise dieses Menschenrechtsfestival der Auftakt ist. Es folgen wunderbare Veranstaltungen, Highlights und Jubiläumsfeiern. Aber das Wichtige ist, dass wir mit euch das Allerweltshaus auch langfristig sichern. Und dafür ist eure Fördermitgliedschaft wichtig. Eigentlich müsste nun eine mindestens 3 Kilometer langes Papier hier neben mir liegen, worauf all die Namen sind der Menschen, die sich im Allerweltshaus engagiert haben oder immer noch engagieren. Leider kann ich die Namen nicht alle aufzählen, aber wir möchten von Herzen ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen an all diejenigen, die uns über diese 30 Jahre unterstützt haben. Denn das Allerweltshaus als selbstorganisiertes Zentrum lebt von dem Engagement, den Initiativen und der Vielfalt der Menschen, die es mitgestalten. Und das macht Spaß. Vielen Dank. Reiß es nochmal hoch, ne?